Ernst Wilhelm Ney ist einer der großen, bedeutenden Farbmaler in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist derjenige, mit dem quasi die abstrakt-gestische Malerei eingesetzt hat in Deutschland. Er ist nicht nur mitgeschwommen mit dieser Malerei, sondern er hat es auch maßgeblich angestoßen. Wir zeigen in einer Retrospektive das gesamte Schaffen mit Hauptwerken. Beginnend mit den frühen Arbeiten, die in Berlin entstanden sind, bei seinem Meister und Lehrer Karl Hofer, die man kaum kennt, und da haben wir wunderbare Arbeiten hier. Dann natürlich die berühmten Lofoten-Arbeiten, wo man wirklich den expressiven Ney kennenlernen kann, figürlich noch. Und dann aber natürlich im Übergang auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Hikate-Bilder und natürlich Scheiben- und Augenbilder. Wenn man das Wort Scheibenbild und Ney hört, denkt man sofort an unglaublich viel Farbe. Ney war sich aber sehr wohl bewusst, dass nicht alles, was bunt ist, auch gleich farbig ist. Und deswegen kann man in dieser Ausstellung auch wunderbar kennenlernen und sehen, dass Ney auch ein begnadeter Farbmaler in den leisen, stillen Tönen ist, in den zarten Farben. Einfach zu zeigen, dass das Frühwerk mit dem Spätwerk verbunden ist und dass es eben nicht in zwei Teile zerfällt. Und deswegen haben wir eben Motive gewählt, die sich durchs ganze Werk ziehen, wie die Augen, wie der Schmetterling beispielsweise. Und das ist etwas, woran uns der Hamburger Kunsthalle und dem Museum Wiesbaden sehr gelegen war. Eine besondere Gegenüberstellung haben wir am Ende in der Ausstellung, wo wir nochmal ein wirklich im ersten Moment völlig gegenstandsloses Bild, das heißt rosa-gelb, gegenüberstellen einem frühen Lofotenbild. Und wenn man diese Gegenüberstellung sich vor Augen führt, dass diese Figuren aus dem Lofotenbild sich plötzlich auch in der rosa amorphen Form wiederfindet, sodass also dieses völlig gegenstandslose Bild plötzlich irgendwie figürlich wirkt und andersherum wirkt das figurative, expressive Frühwerk plötzlich abstrakter. Schön ist auch, dass wir am Ende der Ausstellung plötzlich wieder am Anfang sind und man eigentlich gleich nochmal durchgehen könnte. Laden Sie unsere Museums-App herunter. Es gibt einen kostenfreien Audioguide darauf für Erwachsene und für Jugendliche. Herzlich willkommen im Museum Wiesbaden.